Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Wir sind ja beim letzten Mal hier schon Ticken weiter gekommen. Drachentempel Aufzug haben wir. Ich hab's geschafft, mein Siegel abzulegen. Dadurch dürfte ich jetzt auch wesentlich weniger Schadenspunkte von denen kassieren, von den Gegnern hier. Okay, da ist ein Dreh, der da offenbar noch ein bisschen Spaß haben möchte. Okay, kein Springen voraus. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich runter, damit ich den da aktivieren kann. Das ist jetzt einfach nur mal so meine Vermutung. Kann ich hier rein? Nee, kann ich nicht aufmachen. Wäre ja zu schön gewesen. Ah. Halt. Kein Objekt voraus. Hier hinten rum vielleicht noch was. Hier ist noch eine Truhe. Also gut, dass ich hier rumgelaufen bin, würde ich mal behaupten. Drachenritterhelm, okay. Also die war aber auch sehr gut getarnt, die Truhe dort, muss ich sagen. Hi. Voraus. Ach so, hier komme ich nur zurück. Okay. Okay, dann ist so ein bisschen die Frage, wo links ich jetzt gehe. Ich kann hier unten links gehen. Hier oben war aber auch noch ein Weg. Und hier unten war auch noch was. Ah ne, Drachentempel war das nicht. Drachentempelaufzug muss ich, um da links zu gehen. Das mache ich dann, denke ich, auch mal. So. Hi. Aua, ey. Das war jetzt dämlich. Das war wirklich dämlich. Verdammt. Da ärgere ich mich drüber.
Naja, glücklicherweise waren das nicht so viele Runen und die sind hier relativ dicht dran, daher. Oh fuck it, ey, schon wieder. Der Untergrund ist aber auch irgendwie nicht so optimal zum Kämpfen, habe ich so den Eindruck, weil ich da irgendwie immer festhänge. Nicht so gut hier, hi. Kann ich nicht, danke. Aber. Oh, ich bin gleich tot. Und ich bin am Arsch wieder. Okay, ich bin am Arsch. Schnell trinken. Okay, das sollte jetzt aber. Uff. Uff, ey. Das war mal richtig unangenehm. Fürstenrune. Mhm. Das war halt wirklich, wirklich richtig extrem unangenehm. Okay. Hinten noch irgendwas? Ich sehe gerade zumindest nichts. Schmiedestein 7. Mhm. Okay, ich bin gleich tot, ich bin tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich sowas von tot. Hi. Okay, der ist weg. Nicht gut, ich bin am Arsch, ich bin am. Fuck it, ey. Okay, das ist für mich sehr ätzend.
Reiten darf ich hier leider nicht. Mhm. Das heißt, ich mache jetzt Run by Run. Weil ich möchte mir dann nicht unbedingt alle da von denen jetzt wieder den Kampfspaß haben bei allen von denen. Ah. Gut. Hi, ich brauche hier, danke. Spielstand 8. Mhm. Hi. So. Einmal hier rüber. Euch da erstmal weiter ignorieren. Freund voraus. Oh. Oh. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich den jetzt bekämpfen muss. Beziehungsweise bekämpfen werde. Hi. Goldene Rune. I see you finally made it here yourself. The city hanging in the air is slowly crumbling. What an incredible place we find ourselves. But that aside, you're certainly a force to be reckoned with, eh? I doubt there's a single soul who could have handled that giant other than you. It was practically a god. Of course, I count myself, the great Alexander, among many. Which means I've but one thing to ask of you. Would you kindly undertake my ordeal? Come and tell me when you're ready. I've been longing to fight a warrior as accomplished as you. Okay, das heißt, ich muss den jetzt bekämpfen. You are ready then? Then let us begin. I am the great Jar Warrior, Iron Fist Alexander. Lend me strength, O warriors. Let us become one champion together. Sorry, Alexander. Oh. As I suspected, victory was impossible. This vessel was found lacking. My thanks. I knew you were the stuff of champions. It was a marvelous battle. I implore you, take what I bequeath from inside me. All vessels are destined to one day break. But the grace of Alexander lived as a warrior to his last. Oh nein. Oh. Ich habe von Alexander. Alexanders Innereien. Oh. Ich mochte Alexander. Ich mochte ihn wirklich gerne. Ein Andenken von Alexander, dem Kriegsgefäß, stammt aus dem Kern des toten Fleisches, das einst das große Gefäß füllte. In Gefäßen ruhen die Überreste der Vorfahren. So werden die Krieger von Gefäß zu Gefäß wieder weitergegeben und mit ihnen die Träume von großen Taten. Mhm. Und wo ist das andere Ding? Tank des Vergessenen. Mhm. Hier ist es. Das könnte doch vielleicht ein Talisman sein, oder? Ja. Eine Scherbe des Kriegs verstärkt die Angriffskraft von Talenten deutlich. Klebenfetzen, geschmortes Fleisch und Schleim sieht im Stücken von Ornamenten. Es können Relikte eines rothaarigen Helden sein. Oh, ein rothaariger Held. Interessant.
Und dann würde ich sagen, schaue ich mal hier jetzt weiter. Schmiedestein 7. Mhm. Alter, ey, das ist hier aber auch irgendwie... alles sehr krumm. Hi. Okay. Well, that was a bit of a bait, but... Okay. Da oben war ich schon mal. Mhm. Hier komme ich gerade nicht mehr weiter. Das heißt, ich muss jetzt... Komm. Ach komm, ey, das kann er nicht. Ey, komm. Weg damit hier. Ich glaube, hier bin ich schon mal längs, weil ich glaube, hier komme ich runter zu...
ich den Weg da schon mal runtergegangen? Okay, jetzt bleibt mir da sowieso nichts mehr anderes übrig, außer den Weg weiter zu verfolgen. Ja, doch. Ja, doch, den Weg kenne ich. Den Weg kenne ich so absolut. Ah. So. Okay, wenn ich mich nicht irre, habe ich dann jetzt den Weg hier oben rum abgeschlossen. So. Hier unten war noch was. Das hier habe ich noch nicht gemacht. Und dann nach dem Tempel. Hier oben sollte ich jetzt ja eigentlich alles gemacht haben. Das heißt, ich muss als nächstes hier weiter. Dann würde ich sagen, schaue ich hier doch mal vorbei. Ach komm. Ich laufe einfach mittendurch. Hi. So. Einmal hier schön an euch vorbeilaufen. Und dann werde ich mal schauen, was hier ist, wenn ich heil und lebend rüberkomme. Wie gesagt, wenn ich heil und lebend rüberkomme. Oh Mann. Das sieht mir halt zumindest wie so eine Arena aus, also da dürfte wahrscheinlich irgendwas dann kommen. Die Frage ist, was kommt da? Vielleicht hätte ich das Ding auch, vielleicht hätte ich den auch wieder hochschicken. Hochholen sollen. Fällt mir da gerade so auf. Einmal trinken. Den dann wahrscheinlich gleich am besten wieder hochschicken. Für meinen nächsten Tod. So, hi. Das hier sieht mir so aus wie eine Arena. Das heißt, ich befürchte einfach mal, dass hier gleich ein Drache angeflogen kommt. Das klingt doch schon mal so. Mittelstein. Ach, hi Drache. Trinken, also doppelt am besten. Aber nicht gut. Hi.
Alright, kann ich mal bitte schnell trinken und zwar richtig schnell, danke. Alright, fuck it, ich mal trinken nochmal, danke. Ich habe ihn auf die Hälfte seiner Lebenspunkte schon mal runter, das ist schon mal etwas. Aber. Nicht gut. Das hat ihm eben gar nicht gefallen gehabt. Aber das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Hi. Schnell trinken, danke. Wieso? Ich hatte doch mein Schild oben. Hier trinken. Nicht bloß nicht greedy werden. Hey, warte mal. Uff. Hey, ich hab ihn gekillt. Und das hat mir jetzt nur die Ruhen gebracht. Och, Menno. Und dadurch, dass ich dann nicht wieder zurückspringen möchte, gehe ich mal lieber hier hin. Und ehrlich, mit den Ruhen, die ich gerade habe, das ist eine ganz schöne Menge, daher. Da möchte ich jetzt schon mal anfangen, hier ein bisschen die Ruhen aufzubrauchen für Level-Ups. Ich habe relativ viele Ruhen, das heißt, Interesse, okay. Ein wenig fehlt noch. Das bringt halt natürlich so gut wie nichts. Inventar. Okay, ja, der bringt definitiv genug. Gnade resten und Stufenaufstieg. Jetzt ist die Frage, gehe ich noch mit Konditionen weiter? Oder ich gehe ein bisschen auf Lebenspunkte. Ich gehe ein wenig auf Lebenspunkte, weil ich denke, den Damage, den ich mache, der ist in Ordnung. Ich brauche nur aktuell mehr Leben. Oh, und ich würde sagen, dass ich hier schon mal einen Cut setzen sollte jetzt. So, geht natürlich direkt weiter. Kann ich mal da bitte raus? Also irgendwie ist er dann nicht mehr rausgegangen.
Verdammt. Und nervig. Naja. Ist halt so, kann ich nichts ändern. Next try. Tschüss. Gut, der ist schon mal weg. Da unten ist ein Item. Mhm. Ich hab dich gesehen. Das ist doch echt ärgerlich, ey. Okay. Planänderung, ich bekämpfe die Viecher nicht, ich laufe einfach durch. Es ist mir sonst zu nervig mit der Todespest da. Hi. Jupp, gut, umschauen und dann Leiter voraus, habe ich gesehen. Hi. Das ist für den wirklich ein Haus. Ist ja lustig. Ah, okay, da unten ist. Ja. Danke, Schmiedestein 9. Mhm. Aua, nee, bitte. Bitte einfach in Ruhe lassen. Oh, puh, Glück gehabt. Uff. Damit habe ich das hinter mir gelassen, den Scheiß. Dann kletter ich mal nach hier oben. Mal sehen, was ich hier oben so finde. Mal schnell zurück.
Okay, das war wichtig. Schmiedestein 8. Mhm. Da hatte ich kurz Schiss gehabt. Okay, das ist soweit dann das also. Kann ich hier... Ich kann ja nicht mal meine Mimik rufen. Oh doch, kann ich. Gut. Sehr schön. Dann mache ich das auch mal. Denn ich denke, die werde ich hier nämlich brauchen. Alter, okay, meine Mimik ist draufgegangen an der Todesfest, nicht gut. Aber, okay, ich gehe auch drauf an der... Oh shit, oh shit, oh shit, run boy, run. Wie hat mich das denn da noch gekillt? Ätzend. Waren nicht viele Runen. Daher in Ordnung. Ich werde das Viech nicht bekämpfen. Weil ich auch nicht weiß, ob es mir irgendwas Vernünftiges bringt. Und ich finde es etwas zu nervig, um es zu bekämpfen. Durch die Todespest. Aber dann ging es noch weiter, weshalb ich da nochmal hinlaufen werde. Ich würde gerne wissen, was die Lore dahinter ist und warum die hier sind. Obwohl... So, wenn hier... Soll ja nicht die Todesrune sein, dann kann... Dann ergibt das sogar Sinn, dass die hier sind. Wenn ich so drüber nachdenke. Ich lasse euch da einfach in Ruhe. Ihr könnt mir mal relativ am Arsch vorbeigehen. Hi, ich habe dich da gesehen. Schotterstein, das war's. Mehr ist hier nicht. Ach, Sackgasse. Okay, mehr ist da nicht. Oh, nee, 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 bitte nicht. Das Problem ist, ich muss den quasi bekämpfen, damit ich hier... damit ich mich hier wieder teleportieren kann. Kann ich mal bitte da schnell raus? Okay, puh. Glück gehabt. Gut, damit habe ich hier dieses Gebiet hier abgeschlossen, offenbar. Gut, das heißt, als nächstes muss ich
Als nächstes muss ich hier Drachentempeldach weiter. Ich denke, bevor ich das mache, gehe ich jetzt nochmal zur Tafel der Gnade. Rüste meinen Bogen nochmal hoch. Und dann werde ich diese Folge auch beenden. Okay. Sieben Schmiedesteine fehlen mir. Hi. Ich habe hier noch eine neue Klangperle gefunden. Komm, ey, ehrlich. Ich rüste jetzt den Bogen komplett hoch. Yes. Dum, 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 dum. Das sollte zumindest an Schmiedesteinen reichen für den Bogen. Und damit sollte ich mir das jetzt auch leisten können, den da komplett hochzurüsten. Ja. Gut. Damit habe ich die nächste Waffe komplett hochgerüstet. So. I see. Hast du noch was nicht? Nein, keine Geisteinstimmung. Ist gerade nicht so interessant. Hi, du noch was Neues? Wie könnte ich mir theoretisch Neues machen? Rein aus Interesse, wie... Okay, große Last. Sogar extrem. Das lohnt sich die... Alter, die Poise ist da ja schon echt extrem hoch dabei dann. Der hier ist auch da in sehr vielen besser. Keine drei irgendwas, aber... Er hält auch... Zumindest die... Okay. Ja, den Ziegenbockhelm, den behalte ich mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit auf. Weil der ist schon ziemlich gut. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, dass ich hier an diesem Punkt dann wieder diese Folge beende. Oh, wir sind ein Stück weitergekommen in Farum Azula. Mal sehen, wie weit wir beim nächsten Mal kommen. Und ich bin gerade am überlegen, ob ich beim nächsten Mal vielleicht schon den Hallig-Tree anfange. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich Farum Azula... Also, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass hier der Bossgegner sein wird.
Wenn ich also den Weg hier hoch freigeschaltet habe, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich, bevor ich hier den Boss mache, erstmal hier den Halleck Tree weiter anfange zu clearen. So, dann haben wir hier noch die Katakomben hier und den Tunnel von Yellow of Onyx. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.